Hallo Leute, ich bin Lou und heute machen wir einen Ausflug in den Wilden Westen. Wie ihr gesehen habt, geht es bei mir heute um Bourbon. Und weil ich bin, gibt es den natürlich in einer Peated-Variante. An dieser Stelle geht erstmal ein ganz großes Dankeschön an Chrissy, Dario und Lorenz von MyDrums raus, die mir das Sample zur Verfügung gestellt haben. Ja, MyDrums, die haben mit ihrem Online-Shop eine sehr kostengünstige Möglichkeit gefunden, neue Flavorites zu probieren. Das Wortspiel fand ich so toll, das musste ich einfach übernehmen. Es funktioniert so: Du kaufst ein Sample, kannst es daheim probieren und wenn dir der Whisky so gut gefällt, dass du bei MyDrums dann die Flasche kaufst, kriegst du den Samplepreis rückerstattet. Finde ich, passt bei mir perfekt in die Nische zwischen, hat mein Whiskyladen des Vertrauens nicht da, will ich aber gern probieren, weil ist mir zu teuer, um blind zu kaufen. Da passen die super rein. Und ich bin auch in ihrem Laden gleich fündig geworden. Sie sind nämlich Exklusivimporteur für Two James Spirit in Deutschland. Und ich dachte mir erstmal so, Bourbon, peated. Da bin ich auf jeden Fall drüber gestolpert und ich dachte mir so, den musst du probieren. Hat natürlich erstmal losgegoogelt, weil noch nie von Two James gehört und habe festgestellt, die kommen aus einer Stadt, die ich jetzt so whiskymäßig gar nicht auf dem Schirm hatte, und zwar Detroit. Ich war noch nie dort, aber für mich ist Detroit so das Sinnbild einer Industriestadt. Finde ich, haben sie super, super umgesetzt in ihrem Logo und in ihrem Flaschendesign. Ja, besteht zu 79% aus Michigan-Mais, also auch knapp 30% mehr als Bourbon normalerweise und zu 21% aus schottischer Gerste. Gereift in 53 Gallonen American New Oak Barrels, damit natürlich auch ein Bourbon wird am Ende. Soll so geschmacklich einen Single Malt Scotch mit einem Bourbon verbinden. Ich bin ganz gespannt. Also das klingt sehr. Ja, untypisch habe ich jetzt auch so noch nicht gehört. Deswegen wollte ich den unbedingt probieren. Hat 45,5%. Und ich weiß gar nicht, ob Bourbon gefärbt oder kühl gefiltert wird. Vielleicht kann einer von euch mir die Frage beantworten. Und als erstes habe ich hier was sehr Getreidiges in der Nase. Also. Das erinnert mich so ein bisschen so was wie mein Müsli früh, so ein bisschen Korn, körnig, ne? Aber auch so kaum, also es ist jetzt nicht wirklich Rauch da. Es ist mehr so, naja, als hätte man die so ein bisschen angekokelt, aber es ist nicht wirklich Rauch. Mehr so geröstet. Es ist mehr geröstet als gekokelt. Und dann ist da was sehr Süßes. Also jetzt Vanille. Es ist ein bisschen zu leicht für Honig, finde ich. Aber ja, es erinnert mich durch die Süße und dieses Getreideartige, erinnert mich das total an mein Müsli morgens. So Haferflocken mit Zucker oder Honig oder irgend sowas. Und so ein bisschen geröstet irgendwas. Der ist super ölig. Der schwabbelt so deinen ganzen Mund aus. Und manchmal habe ich es bei Single Malt, der ist halt trocken, da bin ich danach so, Staub, Entschuldigung. Aber der hier, der ist total weich, der füllt sofort den ganzen Mund aus. Der ist sehr ölig, einfach sehr, sehr einnehmend. Und ich hatte jetzt hier, ehrlich gesagt, keinen so richtigen Rauch drin. War sehr getreidig. Trotzdem, also nicht so quietschig süß. Manchmal hat man ja so Bourbon, da denkst du, du trinkst Zuckerwasser oder so. Der hier war sehr angenehm. Ich hätte ihn jetzt, glaube ich, hätte ich ihn blind verkostet, auch nicht als Bourbon identifizieren können. Hat nur was ganz, ganz leicht Holziges. Also das muss man sich fast denken, finde ich. Sehr, ja, auch angenehm in der Süße.
und so dieses malzige, getreidige, da kommt so ein kleines bisschen dann was Rauchiges mit, aber wirklich mehr so, als hättest du versucht, dein Getreide zu rösten. Oder so wie angekokeltes Popcorn. So ein bisschen in die Richtung. Also wirklich ganz dezent, kaum Rauch, finde ich. So ein bisschen im Nachhinein, jetzt, wo ich ihn runtergeschluckt habe, prickelt es so ein bisschen auf der Zunge. Dieses Prickeln, das man auch bei einem Peated Scotch hat, ne? Wenn das so den ganzen Mund ausfüllt und so ganz leicht, angenehm, rauchig brennt. Und, aber ansonsten erinnert der mich sehr an einen Floki. Der ist auch immer so sehr getreidig, aber der ist ein bisschen süßer, ist sehr angenehm. Ich muss doch mal probieren. Vielleicht finde ich dann noch ein bisschen Rauch. Also, wenn man jetzt so irgendwie so Eila-Rauch erwartet hat, nein. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr dezente Variante. Ich glaube, der könnte auch Unpeated-Fans gefallen. Oh, der wird mit der Zeit auch dann ein bisschen süßer. Ja, es ist wirklich so angekokeltes Popcorn. Dann wird er auch hinten raus ein bisschen holziger. Das Malz nimmt so ein bisschen den Rauch mit. Und das Holz so die, ich würde es nicht unbedingt als Honig bezeichnen. Vielleicht so eine ganz milde Art von Honig. Da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Geschmäcker. Eher Vanille. Sehr, sehr angenehm, sehr lecker. Gefällt mir super. Die kleine 5 cl Flasche, die ihr bei MyDrums kaufen könnt zum Probieren, kostet 7 Euro und ein paar zerquetschte. Die ganze Flasche 55 Euro könnt ihr, wie gesagt, in Deutschland, wenn ihr in Deutschland bestellt, nur bei MyDrums kaufen. Two James hat aber auch noch einiges mehr zu bieten. Sie stellen unter anderem auch Gin, Rum, Absinth und Wodka her. Bieten aber auch noch einiges mehr an Bourbon an. Da gibt es zum Beispiel den Grass Widow Bourbon, der hat einen Madeira-Fass-Finish. Da gibt es den Rye Dog, das ist ein Feel-to-Bottle-Whisky. Dann gibt es den Catcher's Rye, ist ein schönes Wortspiel zum Fänger im Roggen. Und dann gibt es noch einen, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Der soll so ein bisschen eine Hommage an den Geschmack Umami sein. Finde ich auch ganz interessant, weil das ist ja auch immer so ein bisschen so ein ominöses Ding, Umami. Geschmacklich bewerten tue ich den mit 3,5 von 4 Punkten. Das war so mit einer der ersten Bourbon, die ich probiert habe, der mir aber super, super gefallen hat. Also er hat wirklich den Scotch-Charakter. Er ist trotzdem ein Bourbon auf eine ganz nette, freundliche Art und Weise. Und auch wenn es kein Eiler-Rauch war, war es sehr dezent, sehr angenehm. Und es war einfach, ja, ich sammle meine ersten Erfahrungen mit Bourbon und das war eine sehr, sehr positive. Also deswegen 3,5 von 4 Punkten von mir für diesen Whisky. Preis-Leistungs-Verhältnis mit 54 Euro für die ganze Flasche. Und 7 Euro für das Sample, was ich dann auch noch wiederkriegen kann, finde ich gut. 3 von 4 Punkte. Ne? Dafür, dass es auch ein relativ exklusiver Whisky ist. Falls ich euer Interesse geweckt habe, dann geht einfach auf mydrums.de und bestellt euch dort ein Sample. Vielleicht wollt ihr auch jemanden zu Weihnachten damit überraschen. Ich bin auf jeden Fall super beeindruckt gewesen. Ich fand den richtig lecker. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Slange! Und damit ihr auch ja keinen Whisky mehr verpasst, abonniert mich auf meinen Social Media Kanälen und schaut nochmal auf meinem Blog vorbei. Da gibt es noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky für euch. Und bis dahin, Slangiva!